Und jetzt eine Einmeldung. Die ist uns so wichtig, dass es auch ein Video dazu gibt. Und wir freuen uns sogar richtig darüber. Der Flughafen in Asunción hat wieder für internationale Flüge geöffnet. Das heißt, es besteht die Möglichkeit, dass Sie uns besuchen können, dass Sie sich hier das Ganze live ansehen können. Denn wir haben das natürlich auch mitbekommen mit den ganzen Informationen, die wir immer rausgeben, dass dennoch viele Leute zweifeln, ob es das auch wirklich gibt. Ich kann Ihnen sagen, es gibt es. Und jetzt, wie gesagt, mit der Eröffnung, mit dem Wiederaufmachen des Flughafens, haben Sie die Möglichkeit, uns in Paraguay zu besuchen. Hallo und jetzt eine Moment. Also, das wird hier übrigens Tapaboca genannt. Ich nehme die runter. Passt aber gerade gut zum Thema. Und zwar eine Information. Ja, der aktuelle Stand im Moment ist, Stand 1. November, dass für Flüge von Europa nach Paraguay müssen Sie vorab online einen Gesundheitsfragebogen ausfüllen. Und wenn Sie keinen ärztlichen Corona-Test dabei haben, sind Sie angehalten, eine 2-wöchige Hausquarantäne zu machen. Das heißt, Sie bleiben zu Hause, ganz klar, werden mit den üblichen Dingen des Lebens, die man benötigt, muss man sich liefern lassen. Hat man hier keinen festen Wohnsitz, dann gibt es auch Gesundheitshotels. Das heißt, in den Hotels buchen Sie sich dann für 2 Wochen ein. Die sind zugelassen, gibt es auch eine wunderbare Webseite. Und nach den 2 Wochen wird dann ein Test gemacht und ist dieser Test negativ, können Sie sich natürlich frei im Land bewegen. Haben Sie bei Einreise einen negativen Corona-Test bereits dabei, dann verringert sich die Quarantänezeit auf 7 Tage, also 7 Tage Hausquarantäne oder in einem Gesundheitshotel. Gleiches Spiel, am Ende wird dann wieder getestet und Sie können dann das Hotel bzw. sich ganz normal hier frei bewegen. Sind Sie weniger als 7 Tage im Land, dann, und da muss man natürlich dann nochmal bitte nachlesen, ob das auch so bleibt, da reicht anscheinend ein ganz normaler Corona-Test aus, der nicht älter als, ich glaube, 72 Stunden sein darf. Und wenn der negativ ist und Sie unter 7 Tage im Land sind, können Sie sich auch dann frei bewegen. Aber hier bitte, ganz wichtig, das kann sich wirklich täglich ändern, klicken Sie auf die Links, die wir hier im Channel beilegen. Da wird nochmal genau erläutert, was die aktuellen Auflagen sind. Also, hier unter dem Video, da sind die beiden Links. Warum erzähle ich Ihnen das? Natürlich würden wir uns freuen, wenn Sie neugierig, wenn Sie interessiert sind. Besuchen Sie uns, besuchen Sie den Zen Garden in Paraguay und schauen Sie sich live an, wie weit wir sind, wie die Baustelle aussieht. Und im Moment sieht es ja gut aus, dass, wenn Sie kommen, bereits mindestens das Hausmeisterhäuschen schon fertiggestellt ist und man kann wunderbar sehen, ja, wie das Ganze später mal aussehen wird. Und wir freuen uns einfach, wenn Sie da sind und wenn Sie es sich anschauen. Ihr Zen Garden Paraguay Team. Tschüss!